Ja, seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldarim zu einem weiteren kleinen Satzlog. Ich dachte, da ich das letzte Video dieser Reihe in schwarzen Klamotten moderiert habe, kommentiert habe, reagiere ich heute auf ein Video von Marmeladenoma. Das dritte Video müsste das jetzt sein, das zweite Reaktionsvideo, das dritte Video über Marmeladenoma in einem weißen T-Shirt heute. Ja, ich habe mir ja schon die Ohrstöpsel reingesteckt, ich werde mir das Video gleich mal angucken. Es ist das Video über den Webvideopreis 2017. Ich hoffe, ich darf es verwenden. Ja, geht in Ordnung. Und ja, darauf werde ich jetzt reagieren. Ich ziehe es mir direkt mal rein. Ich habe Spaß daran, auf solche Videos zu reagieren. Vor allem bei Marmeladenoma. Also, los geht's. Wir sind endlich angekommen. Es war eine sehr, sehr lange Fahrt. Wir waren zwar sehr fidel, haben viel gelacht, aber jetzt sind wir hundemüde. Ich bin auch müde. Ich habe gleich eine Tasse Kaffee bekommen von meinem Sohn. James, wo bleibt mein Kaffee? Mein Kaffee. Was, du willst nicht? Hast Urlaub? Pass auf, bis die Kamera aus ist. Hey, ich bezahle dich nicht fürs Nichtstun. Trink jetzt einen Schluck auf euch. Und morgen sehen wir uns wieder. Sehr gespannt, Janik und ich. Sehr, sehr, sehr gespannt. Aber wir freuen uns auch auf morgen. Jetzt sage ich euch Ade. Guten Morgen, ich habe gut ausgeschlafen, das Hotel war schön, ist schön, der Countdown läuft. Wir sehen uns später, eure Marmeladenoma und Enkel Janik. Ade. Sagt ihr jetzt immer die Verabschiedung nach jedem Take? Hallo, hier ist eure Marmeladenoma, wir sind angekommen. In einem Mordsmenschenwirbel. Mir wird Angst und Bange. Oh ja, das habe ich in dem Livestream gesehen. Ich habe den Livestream gesehen, 6 Stunden lang. Da war viel Menschen. Nun ja, wir sehen uns gleich. Wir warten auf unseren Sitzplatz. Bis dann. Siehst du, sie schreien? Wahnsinn. So. Hallo, wir sind recht herzlich. Ich würde Sie auch am liebsten direkt zum blauen Teppich zu Daniele Rizzo weiterleiten, der Sie dann interviewt. Das wäre wunderbar. Ja? Wär wunderbar. Kommen Sie, dass es mir mitgeht, oder? Ja, helfen Sie mir. Helfe ich bei Ihnen. Langsam. Natürlich. Marmeladenoma. Hallo. Oh, der blaue Teppich. Hallo. Hallo. Stehen bleiben für uns, ja. Dass wir ein Foto machen. So richtig schon ein Stück weiter und ihr Bein richtig schön zusammen. Super. So, jetzt. Und dann noch auf den blauen Teppich. Mach ich. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Vielen Dank. Ich muss dann hier aber ein bisschen zu mir drücken. Schau auf zu Ihnen. Sie noch ein bisschen da. Ganz glücklich angereist. Was macht er noch? Ach, Herr Rot. Er hat noch nicht. Nochmal. Ja. Kommen wir ruhig noch ein Stückchen näher ran. Denn ich habe hier diese Absperrung. Also schönen guten Tag erstmal, ich bin Sebastian von RTL Exklusiv. Freut mich. Ist ein bisschen stressig hier, oder? Ja, ist aber ein Abenteuer.
Und wie viele Leute haben wir jetzt? 160.000 Abonnenten. Gewöhnt man sich dran. Das ist auf jeden Fall, man sich die echt kriegen an. Auch immer wieder neues Futter, oder? Da kommt oh ja, er macht alles er. Er ist unglaublich, echt. Was sie Videos machen, alles unglaublich. Gell? Genau, da frage ich nochmal, Janik, du bist jetzt dabei als Unterstützung, im wahrsten Sinne des Wortes, aber du bist natürlich auch die technische Unterstützung. Genau, ich kümmere mich um Schnitt, Technik und um die Videoideen teilweise auch. Merci. Es ging nicht ohne ihn. Wir fanden unseren Stern. Und wo? Am Boden. Wir kommen zur nächsten Kategorie und es geht um Livestream. Und da bewegen wir uns zurzeit auf dünnem Eis. Barbara. 2022. Die vorgeschlagenen Kandidaten der Webvideokategorie Livestream sollen ab sofort konsequenterweise im Livestream begutachtet werden und die Community soll ebenfalls im Livestream darüber abstimmen. Als die Veranstalter die Live-Bilder der 4587 vorgeschlagenen Streams gleichzeitig auf einen Bildschirm positionieren wollen und die 578.998 Streams der abstimmenden Community direkt darunter schieben, stellen sie fest, dafür ist ein Display mit einer Mindestkantenlänge von 65 x 27 Kilometern notwendig. Als sie schließlich diesen Riesenmonitor in der Größe Düsseldorfs in Düsseldorf aufstellen, hält Kim Jong-un diesen für einen westlichen Raketenabwehrschirm, will die nordkoreanischen Atomraketen zünden, kommt jedoch nicht an den roten Knopf, da ihm 312 Bodenturnerinnen im Weg stehen. Sag mal, wer schreibt eigentlich diesen Quatsch? Frisst der Pilze oder was? Genau. Und hier kommen die drei Raketen der Preiskategorie Livestreaming. Heißt du etwa Rumpelstilzchen? Marmeladen ohne Kern mit zwei E. Ich bekomme immer wahnsinnig. Marmelade Oma. Und Blumen und schönen Rotwein. Also kann ein bisschen Deutsch sein, ein bisschen. Und dafür Sinn und Verstand auf das richten, was dem Herzen den Frieden bringt. Weil ich von niemandem irgendwie verlangen könnte oder erwarten würde, Oh shit. Dass jemand zig Tage seines Lebens irgendwie wegschmeißt. Alter. Oh mein Gott, ist das krass. Gemacht. Hat er, glaube ich, wirklich, oder? 30 Tage lang ist das Leben weggeschmissen, hat er selbst gesagt. Guck dir Gladbach an, die haben diesen, wie heißt der, Schalke. Aber in dem Moment willst du den bösen Toni haben, dass er diesen und Vergewaltiger das exakt. Konopolianka. Nein, ist auch Schalke. Also wenn ich nach oben drücke, springt er kurz. Auf dem Trichter, dass ich vielleicht kein richtiger Mensch bin. Wir wünschen euch was und habt noch einen schönen Resttag. Das waren unsere Vorschläge. Und der Gewinner in dieser Kategorie ist die Marmeladenoma. Nice. Marmeladenoma. Komm zu uns. Und sie kommt nicht allein. Sie bringt Janik mit, ihren Enkel. Gratulation. Danke sehr. Hallo Janik, herzlich willkommen. Sollen wir uns setzen? Ich darf. Na, deine Oma. Wir lieben dich. Mit über 80 noch so eine Karriere zu starten. Wie bist du ins Internet gekommen? Die Idee hatte mein Enkel, nicht ich. Das habe ich mir fast gedacht. Ja. Samstags Enkel. Es sind Menschen, ich habe sogar eine Frau dabei, die hat kürzlich geschrieben, ich verdanke dir, dass ich noch lebe. Sie wollte sich umbringen, ich habe ihr jede Woche einen Brief geschrieben, sie hat zurückgeschrieben und sie lebt wieder gerne. Also Helga, das hat ja weitreichende Konsequenzen, was du machst. Was wir machen. Was ihr beide zusammen macht. Für euch. Bitte.
Marmelade, Oma. Heute ist der Tag nach der Verleihung. Wir sind noch total verwundert, erstaunt. Bin ich auch. Beglückt. Es ist wie ein Wunder. Sind wir alle, Marmelade, Oma. Alle deine Samstagsenkel. Ja, was soll ich sagen? Allein schon deshalb, weil Marmeladenoma gewonnen hat. Ich freue mich so. Als hätte ich selbst den Videopreis gewonnen. Ist zehnmal besser, als selbst den Webvideopreis zu gewinnen. Ich freue mich so für die Marmeladenoma. Ja, dann hoffe ich, euch hat dieses kleine Webvideo gefallen. Euch hat dieses kleine React-To-Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, da soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Video. Haut renne. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik. Ade.